Jeder macht immer drei Würfel. Wer weiß, vielleicht steht hier wirklich irgendwo ein Räuber. Ja. Da ist einer, da ist einer. Sie hat einen. Geil, Maus, sie hat einen. Oh, er hat losgelassen. Hast du gesehen? Ja. Kleiner Hecht. Aber guckt euch die an, die sehen doch mega aus. Damit könnte man auch einen dicken, fetten Aal ziehen. Oh, da ist er. Bam. Oh, yes, wieder ein Aal. Jawoll. Lütsche, aber wieder. Meine lieben Freunde, da sind wir schon wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aale Tag und Nacht. Heute machen wir eine spezielle Folge und zwar werden wir heute mit mehreren Montagen, einmal mit der Grundmontage, mit der Posenmontage und mit der Stellfischroute auf Aal angeln. Einmal tagsüber und einmal nachts. Und jetzt haben wir hier gerade ein Gewässer aufgefunden, wo wir schon wieder auf Raubfische dürfen. Machen schon mal so ein paar Würfe, um uns wieder ein bisschen einzuangeln. Und dann sehen wir uns gleich am Gewässer, wenn wir unsere Routen aufbauen und es auf Aal geht. Jeder macht immer drei Würfe. Wer weiß, vielleicht steht hier wirklich irgendwo ein Räuber. Ja. Da ist einer, da ist einer. Sie hat einen. Geil, Maus, sie hat einen. Oh, er hat losgelassen. Hast du gesehen? Ja. Kleiner Hecht. Na toll, jetzt ist mein dritter Wurf vorbei, jetzt bist du dran. Komm, einen darfst du noch, schenke ich dir. Ach, das ist ja nicht. Sie hat den Hecht. Mist. Klein, ne? Aber du hast ihn gesehen. Ja, ist wie eine Forelle hinterhergegangen. Ja. Schade. Ja, aber cool. Ja, so kann es kommen, Freunde. Nur fast, ja. Sehr unerwartet. Da war der Hecht kurz. Wir haben ihn richtig schön gesehen. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video erkennen kann. Aber wir haben gesehen, wie er hinterher kam. Wie eine Forelle hat sich den Köder kurz genommen. Hing leider nicht richtig und ist wieder abgedreht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Eben ein paar Würfe mit JJ zusammen. Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall eine Aalstelle rausgucken. Wir hatten hier schon eine Stelle, aber haben Niedrigwasser. Und die Steinpackung ragt so weit rein, dass wir dort nicht angeln können. Deshalb fahren wir jetzt ein Stück weiter hoch und gucken uns mal ein paar neue Stellen raus. Ich wünsche uns Glück, dass wir was finden und auch ein bisschen Aal angeln können. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Laberababa auf jeden Fall. Keine Ahnung, was das ist. Immer noch sehr weit unten. Aber kommen wir hier auch irgendwo ran, ne? Ja, die Stelle sagt uns auf jeden Fall zu. Die Steinpackung ist nicht ganz so weit rein. Da kommen wir auf jeden Fall mit unseren Routen lang. Ja, schönes Strömungsverhältnis auf jeden Fall. Ist gerade noch Niedrigwasser, glaube ich. Oder es läuft jetzt gerade auf. Aber ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal unsere Routen, bauen auf, weil wir haben schon eine Menge Zeit verschwendet. Und dann kicken wir mal, ob wir was kriegen. Wir haben jetzt gerade 16 Grad, aber gefühlt sind es auf jeden Fall schon 20 oder so. Schockt, der Sommer geht los. Ich hoffe, wir kriegen heute mit unseren Stellfischrouten und Grundrouten ein paar richtig schöne Aale zu Gesicht. Geangelt wird mit Dendrobena und Tauwurm. Jetzt holen wir erstmal die Sachen und dann sehen wir uns gleich. Ja, Freunde, wir machen jetzt gerade unsere Routen hier fertig. Da wir auch nur an der Kante fischen, fischen wir beide mit Sargblein, 100 Gramm und Tiroler Hölzeln. Und ja, JJ hat gerade noch ein paar Würmer besorgt. Schöne Mistwürmer aus dem Komposthaufen. Die sind immer sehr, sehr gut im Frühjahr. Dazu hat sie hier noch richtig geile Maden gefunden. Ich weiß nicht, die kommen aus dem Erdreich, oder? Aus dem Kompost auch. Aus dem Kompost. Mhm. Guckt euch diese dicken Maden an. So fett habe ich noch nie gesehen. Ah, doch, die habe ich schon mal gesehen. In diesem Schwarz, das kenne ich. Aber guckt euch die an, die sehen doch mega aus. Damit könnte man auch einen dicken, fetten Aal ziehen. Köder ich mir auf jeden Fall heute noch an. Erstmal fangen wir aber jetzt mit Wurm an und das halten wir uns als Spezial erstmal. Ja, Mausi, viel Glück heute. Ja. Mausis Montage mit Sargblei und ja, den Mistwürmern geht jetzt hier an den Rand. Strömung ist sehr, sehr stark. Müssen wir mal gucken, ob wir das alles justieren, damit das alles gut hält. Und ja, wir melden uns gleich, wenn die ersten Bisse kommen, will ich darauf. So, zum Aalangeln hier in der starken Strömung haben wir uns auf jeden Fall für uns. Ja, moin. So, zum Aalangeln hier im starken Tidestrom haben wir uns auf jeden Fall für Karpfenangeln entschieden. 4000er Rollen, 040er Monofil und 035er Vorfachschnur. Daran 100 Gramm, damit das Ganze liegen bleibt und einen kleinen Tauwurmkopf. Das Ganze geht jetzt in die Fluten und ich bin gespannt, ob da was beißt und ob das Blei überhaupt liegen bleibt.
habe hier zwei Bissanzeiger aufgestellt. Da kommen jetzt gleich meine beiden Grundrouten rein und dann werde ich zusätzlich noch hier eine Stellfischroute präsentieren. Ob das klappt, ob der Köder auf den Grund geht, das weiß ich nicht. Das werden wir gleich sehen, weil hier ist eine sehr starke Strömung auf jeden Fall. Rein damit. Wahnsinn, wie schnell der abdriftet. Da ist er. Gucken, wo er jetzt noch hingeht. Die Route arbeitet. Ja, wir testen es mal aus. Mal gucken, ob wir gleich ein paar Bisse kriegen. Bis gleich. Und da ist er. Da ist der erste Aal, meine Liebe. Ich habe gerade nur gesehen, so ganz leichtes Bibbern bei mir in der Route. Ich denke, hä, ist das Fisch oder ist das von der Strömung? Ja, ein Anschlag gesetzt, gesagt, da ist nichts. Aber doch, hier, ein schöner kleiner Aal. Den können wir schön wieder helfen. Der ist vorne im Maulwinkel gehakt. Kann er wieder rein und soll uns hier Mama, Papa, Oma und Opa weiter vorbeibringen. So, jo. Ja, nur zum Haken lösen mit dem Handtuch nehmen, ansonsten mit den Händen, weil die kleinen Aale verlieren ganz schnell ihren Schleim. So. Aber geil, Freunde, der erste Aal. Gerade schon Hecht dran gehabt, JJ. Hier ein Aal. Und da ist er wieder rein in die Fluten. Bring uns Mama, Papa und Oma und Opa vorbei. Ich köder schnell wieder an, dann geht gleich noch die Stellfischroute mit Pose rein, dass wir vielleicht noch so ein paar visuelle Bisse generieren können. Bis gleich. Kann doch nicht wahr sein, Freunde. Da ist schon wieder der nächste Aal. Oh. Viel Schleim, viel Kraut, viel Steinkante. Aber das bringt natürlich auch Aal. Ja, der ist noch nicht ganz maßig. Er ja, könnte das Maß haben, aber den lassen wir auch wieder rein. Da gibt es auf jeden Fall noch bessere. Wieder vorne gehakt, zum Glück schnell genug gesehen. Das heißt, man kann ihn auch eigentlich immer wieder schnell enthaken. Ganz vorne hier im Maulwinkel. Am besten so weit vorne am Kopf anfassen, wie es geht und dann aushaken, nach hinten rausziehen. Zack. Dann den Aal loslassen wegen Schleim. Da ist das gute Stück. Ja. Wow, sagt er. Schnell wieder rein. Ja, auch die dicken Tauwürmer hauen die sich in der Strömung innerhalb von Sekunden weg. Man muss wirklich nicht lange warten, kann direkt einen Anhieb setzen und das Ding sitzt vorne im Maulwinkel, kann die Kleinen wieder releasen und die Großen hoffentlich fangen. Müssen wir mal gucken, was noch passiert. Auf jeden Fall ein super Start. Hat auf jeden Fall gerade geklingelt hier. Ich schmeiße eh nochmal neu aus. Krebs. Bäh. Das war Krebs. Bäh. Boah, hier passiert auf jeden Fall schon mal viel. Ich köder jetzt noch mal hier neu an. Werde wahrscheinlich noch 100 Mal neu anködern. Hier sind viele Aale, aber auch viele Krebse. Das Gestrüpp hier wieder raus. Und wieder rein. Ziemlich schnelle Angelei. Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich die Stellfischrute überhaupt noch rein tue. Aber ich glaube, ja. JJ hat gerade einen Fallbiss gehabt. Gucken, sehen, das Band hängt voll durch. Voll ungewöhnlich hier im Tidestrom. Jetzt hat er sich da unten abgesetzt, wa? In den Steinen. Ja, ein Glück haben wir uns für diese Stelle hier entschieden. Wir waren vorhin noch bei einer anderen Stelle, da hätten wir den Wind wieder so von der Seite gehabt und die Steinpackung wäre so tief reingegangen, dass das Angeln wahrscheinlich wieder für die Katz gewesen wäre. Wir hätten es trotzdem durchgezogen, einfach nur für der Erfahrung halber. Aber jetzt haben wir eine schöne Stelle gefunden. Hier passt, alle Bedingungen passen hier optimal. Es war stark am Strömen, aber es legt sich alles noch. Dann kommt nachher noch die auflaufende Phase. Zwei Aale haben wir schon, mehrere Bisse haben wir schon gehabt. Haben schon ein paar Köder getestet, aber jetzt hole ich die dritte Angel, die Stellfischroute mit dem Multi-Ultra-Köder wieder rein, weil die stört mich, die dritte. Zwei reichen auf jeden Fall heute, sonst das zu hektische Angelei, muss die ganze Zeit hin und her, das schockt nicht.
Aber ich werde einfach an die andere Grundroute dann diese Ultramade nochmal dranhängen und versuchen damit einen Aal zu überlisten. Das mache ich jetzt gleich. Vorsichtiger Biss bei JJ und man hat es gehört. Fisch! Ja, der ist ein guter, den können wir mitnehmen, Mausi. Ja, Petri, wa? Petri, danke. Geil, da ist der nächste Aal, Nummer 3 heute schon. Yes! Ich hab's gesehen, dann hat er nichts mehr gemacht. Ich weiß nicht, warum das mit der Steinpackung hier so günstig ist, obwohl die so ungünstig aussieht, ne? Ja, bis jetzt noch kein Abriss und nix und läuft gut, wa? Den können wir mitnehmen. Ham, der nächste Aal. Ja. Ein wunderschönes Tier. Hammergeil, schön dick. Richtig nice für die Größe. Petri Maus. Vielen Dank. War gerade wieder ein Biss. Ganz leicht wie bei dir. Einmal eine Kontrolle, falls er da ist. Da, ja, oh, da ist er aber richtig. Jawohl. Cool. Schöner. Schöner. Und das bei Stillstand. Aber jetzt bleiben wir. Oh, das war richtig schöner. Das ist Bruder, was? Hey, Petri. Ich hoffe, ich habe den Biss noch mit drauf. War auf jeden Fall krass, Mann. Einmal eine Kontrolle, falls er da ist. Da, ja, oh, da ist er. Ein Breitkopf, schön vorne gehakt. Oh. Junge, traumhaft, Freunde. Traumhaft heute. Richtig geil. So, Harms letzte Aal. Jetzt sind wir wieder dran. Ich hoffe, jetzt beißt auch noch was. Ja, meine Lieben, da ist er. Ein wunderschöner Breitkopfaal hat sich den Tauwurm Kombination Mistwurm nicht nehmen lassen. Ein wunderschöner Fisch. Ich komme gar nicht drauf klar, wa? Ich bin da hingegangen, sehe leichtes Zupfen, versuche das nochmal zu filmen, auf einmal bam, 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 bam. Und dran ist er. Geiler Fisch, wa? Schön mit Aaltöter, man sieht sofort tot. Yes! Weiter geht's. Ja, da denke ich, komm, baust das Stativ mal wieder auf, in der Hoffnung, dass ich mal wieder einen schönen Live-Biss drauf kriege. Meistens dauert das über Stunden und nimmt sehr viel Speicherkapazität weg. Und ja, diesmal hat es in 10 Minuten geklappt und Hammer, mega zufrieden. Mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt kommt auf jeden Fall wieder die auflaufende Phase. Wir hatten gerade bei Stillstand noch schöne Bisse gehabt. Wir hatten bei Ablaufen schöne Bisse. Mal gucken, ob bei Auflaufend auch noch schöne Bisse kommen. Dran oder nicht dran, das ist die Frage. Auf der rechten von JJ wieder ein Biss gehabt, auf dieser hier. Wieder kurz ein paar Mal angezupft, aber ist wenigstens der erste schon mal in der Auflaufenphase. Was ist das denn? Ah, perfekt reagiert, Maus. Naja, der geht. Der geht ja noch. Aber mitnehmen, nee, da hast du recht. Aber schön, Petri Maus, das ist Aal Nummer 5 von uns jetzt. Mhm. Einen fast gefangenen Hecht und 5 Aale haben wir jetzt. Richtig cool. Petri! Yeah! Biss, Freunde, kurz nach JJs Aal, übelsten Biss gehabt, so wie den letzten, den ich dran hatte. Richtig abgegangen, hochgezogen, war kurz vor der Oberfläche. Und wieder ab. Aber es beißt wieder. In der Auflaufenphase. Ja. Eine Schlange. Oh, da waren schon wieder die Steine. Oh, eine schöne eine Schlange. Gute. Eine richtig schöne wieder. Geil, Alter. Wieder ein schöner Aal. Der gebührt diesmal uns. Ja, da sind wir jetzt bei Aal Nummer 6. Ach du Heilige. Oh, es läuft heute. Schön. Schön, Alter. Göttlich, Mann. Ey, 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 das ey. Will. Das ist ein richtig wilder. Ja, wir sehen uns gleich beim nächsten Biss, meine Lieben. Biss. Ja, Freunde, so verrückt kann das manchmal sein. Wir haben ja schon ein paar Ansätze hier gemacht und hatten eigentlich auch relativ gutes Wetter. Aber da sind die nicht bissig gewesen. Wir hatten ab und zu diese ganz leichten Zupfer. Aber du musstest genau in dem Moment, wo es gezupft hat, musstest du einen Anhieb setzen, damit du die Aale gekriegt hast. Heute läuft das schon wieder ganz anders. Die ziehen richtig durch, die gehen richtig in die Rute rein. Da denkst du, Junge, das ist ein mega Fisch und dann ist das einfach nur ein Aal.
Naja, einfach nur ein Aal ist es natürlich auch nicht. Wir haben Glück, dass hier in Ostfriesland der Aal hoch angesehen ist, viel besetzt wird. Wir haben hier die Nordsee vor der Tür, dadurch wird auch alles eingeschleust und ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch allen viel Glück beim Aalangeln dieses Jahr und ja, noch traumhafter kann es eigentlich nicht beginnen. Ich bin schon wieder glücklich. Ihr habt es gesehen, direkt wieder ein bisschen, jetzt gerade hingelaufen und drrr. Ja, das ist der Köder. Ja, ist auch abgefetzt. Ein Stück Tauwurmkopf. Und hier nochmal über den Schenkel so einen kleinen Laubwurm. Und dann drücke ich mit dem Daumen ein bisschen gegen und gucke das ein ganz bisschen raus. Sieht mal, perfekte Falle, wa? Wieder rein damit, der geht noch. Ja, Sander, das war ich diesmal. Weiter raus. Ah, ja. So, sei zufrieden. Warte. Ja, so geht's. Jetzt bin ich zufrieden. Gerade reingeworfen, schon wieder Biss gehabt. Ja, wenn die Kondition stimmt, dann kann es abgehen. Kann natürlich auch sein, dass das Blei ein bisschen nachgerutscht ist, das deswegen geklingelt hat. Wir warten mal ab. Schön, ne? Mhm. Er hat nochmal gebissen. Aber ich spüre nichts. Ah, hängt schon. Verdammt. Ah. Gerissen. Steine. Ja, aber ich glaube, das war eine Krabbe. Wir lassen uns mal bei einer Krabbe. Heftiger Biss gerade bei JJ, sie hat Hänger gelöst und in der Zeit, bap. Oh yes, wieder ein Aal. Jawoll. Lütsche, aber wieder ein Aal. Aal Nummer 7, glaube ich, ne? Junge, 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 Junge. Petri Maus, ne? Gerade noch ein Hänger gelöst, nächste Sekunde Fisch. Auch vorne gehabt. Hab ihn auch. Oh ne, es war ein dicker. Fest. Oh. Shit. Meiner ist leider weg, aber JJs haben wir ja. Und der geht jetzt wieder rein, der ist so klein. Wunderschöner Aal, Petri Mau. Verrückt heute, ne? Ja, aber gerade auch. Boah. Kommt hier zu nix. Ich hab keine Rute mehr drin, was ist los? Ja. Was ist los? JJ hatte jetzt gerade eine klasse Idee. Ich hatte übrigens jetzt gerade nochmal einen richtig heftigen Biss. Naja, zu der Idee. Oh, schon wieder ein heftigen Biss. Boah. Ist das wohl ein Waller? Der hier unten jetzt rum. Na, auf jeden Fall zu der Idee. Wir wollten ja einen Zweiteiler machen. Einmal tagsüber angeln, das haben wir jetzt gemacht. Hat super gebissen. Und wir wollen einmal nachts angeln. Und JJ sagte gerade, warum machen wir das nicht gleich hier? Dann haben wir einen perfekten Vergleich, wie das hier bei Tag läuft und bei Nacht. Und ich finde das super. Und genauso werden wir es machen. Boah, war das jetzt gerade schon wieder heftig, Freunde. Zwei heftige Bisse hier drauf. Junge, 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 Junge. Mal gucken, was hier noch so lauert. Guck ihn an, mit Fluten, Alter. Heftig. Ja. Ja, mehrere sehr starke Bisse jetzt. Und wieder ein richtig guter Aal. Das ist unglaublich, Freunde. Das ist, ich kann da jetzt gerade echt nichts zu sagen, außer das ist auch für mich unglaublich. Hat man nicht oft solche Tage, wa? Jetzt hier gerade noch ein Speedboat durch, volle Elle, hat die Angel nicht gesehen. Und in dem Moment kriege ich den Aal. Ich wollte gleich dann erst kommen vom Boot, ne? Ja. Ja, Petri, ne? Ja, Petri, danke, mein Engel. Heftig. Wahnsinn. Schöner Dicker auch. Ja. Kein
Riese aber schön dick ist. So. Na, jetzt hast du keine Rute mehr drin, oder? Ist so. Der hat auch weggeschluckt. Ja. Oh, Wahnsinn, Freunde. Geil. Zeig's ihn nochmal. Hat's ja verdient, der ist so schön. Der hat's verdient, ja. Ein richtig schicker Aal wieder. Ja, nachher erstmal ein paar Haken wieder rausholen, damit wir die wieder auffrischen. Erstmal die andere Angel wieder rein. Wahnsinn. Bap, bap, bap. Denn die Schlange. Ich dachte, das wäre ein Waller gewesen, wa? Oh, aber ein schöner Dicker. War kein Waller, aber ein knaller Aal. Weiß ich, 8 oder 9. Ist gleich Feierabend. Heftig. War ein schöner Aal, war, Freunde. Bam! Ich denke, ein Waller die ganze Zeit. Ne? Der hat so heftige Bisse gemacht, das glaubt ihr nicht. Boah, das ist aber richtig schön dick. Ja, der kann auch gut reinknallen. Ja. Schon wieder eine gute Schlange hier. Ja, können wir bald wieder räuchern. Ja. Schön Aal räuchern. Beste, was es gibt auf der Welt. Und Hornhecht. Ja, hör auf mit Hornhecht. Hornhecht ist auch sehr gut. Oh, schön fixiert. Hab ihn. Ah. Ja. Tot. Ja, Tim. Gehst du wieder? Nee, die sind so heftig am Beißen. Wenn es strömt, ja, wenn es strömt, haben sie nicht viel Zeit zum Überlegen. Und dann gallern die immer richtig rein. Und ja, meistens hängen sie dann auch. Brauch wieder einen neuen Haken. Heftig. Du musst ein neues Paket müssen wir anbrechen. Ich hab schon eins angebrochen. Ist schon eins angebrochen. Hundertprozentig. Ja. Läuft ja, ne? Jo. Schnitt. Lass mal dran, da beißt gleich ein Waller. Hier. Das hat da die ganze Zeit so gezubbelt. Mein Tauwurm hat sich zu einem etwas größeren Tauwurm entwickelt. Schnell helfen. Oh, der hat geschluckt. Krass, dass so ein kleiner dann schluckt, ne? Ja, die können alles. Ja. Die kleine Wurst. Sind geknutscht. Schmecki, so ein Aal. So, ich will jetzt auf jeden Fall mal so 2 Meter nur weiter und gucken, wie dann das Bissverhältnis ist. Hab die eine Rute schon da hingepackt. Entschuldigung. Meinst die andere noch fertig? Doof, Birne, ey. Oh, Wahnsinn. Jawohl. Und the next one. Boah, wie krass ist das, Freunde? Wie krank ist das eigentlich? Zu heftig heute, zu heftig. Doppelbiss bei JJ auch. Ich muss erstmal dem hier helfen jetzt. Wunderschöne Aale, Freunde. Oh, bei mir auch schon wieder ein Biss. Ja, was ein verrücktes Angeln. Jetzt kommt auch noch Wind auf, starker Wind, starke Strömung. Es beißt immer noch wie verrückt, war. Unglaublich, wirklich, auch für mich, unglaublich. Auch ein Tauwurm. Wir haben uns vergrößert mal wieder. Aber ich glaube Aal Nummer 11 oder 12. Wir machen auf jeden Fall jetzt gleich Feierabend, meine Lieben. Hauen noch einmal raus und dann packen wir erstmal unsere Triumphe weg und dann gehen wir noch mal zum Abendtee her, um zu gucken, wie es hier am Abend verläuft. Petri Maus. So viele Aale, meine Lieben. Oh, der ist noch echt nimmig. Rein in sein Gefilde. Ist so, wunderbar. Ja, meine Lieben, ich habe mir nochmal so meine Gedanken gemacht. Jetzt nochmal das nächtliche Angeln hinten dran hängen.
Wäre natürlich cool, um rauszufinden, wie die Bisse sind und so. Aber das werden wir auf jeden Fall noch machen. Denn ich denke, hier für heute ist gut gewesen. Wir haben fast einen Hecht gefangen. Zumindest Jessica heute Morgen bei den 12 Würfen, die wir gemacht haben. Und wir hatten 12 Aale. Freunde, das ist auf jeden Fall mehr, als wir jemals gedacht hätten, dass es passiert. Und ja, da muss man auch mal ein bisschen zurückstecken und sagen, komm, lass es ruhig weiter so beißen, aber wir machen jetzt Schluss. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben auf jeden Fall 4 oder 5 Aale, die wir mitnehmen können. Den Rest haben wir wieder reingelassen. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es uns gerne wissen. Mit einem Daumen nach oben. Tut mir einen Gefallen. Schreibt die Kommentare vorhin, damit wir noch größer werden und ihr noch schönere Sachen von uns bekommt. Morgen geht's wieder auf Forelle. Deshalb sollten wir noch ein bisschen Pause machen. Wir sehen uns die nächsten Tage wieder. Wir haben euch lieb und tschüss. Yep, 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 young God. Yep, 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 young God. Yep, 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 young God.